So, ich mache hier übrigens erstmal die Bäume weg, damit, das soll ja eine freie Fläche geblieben sein. Ich hätte ja gerne Blumenwiese übrigens. Warum sind hier keine Blumen? Also das, ja gut, die können wir dann für Glas verwenden, aber ich meine so richtig viele, viele, viele Blumen. Wir könnten hier so eine Rosengarten. So. Was ich mir selber nicht vorstellen kann, ist zum Beispiel, du hast ja diese, wie heißt das nochmal, wenn du immer einen Tropfen auf die Stirn kriegst. Immer ein Tropfen. Und das über Wochen. Das soll einen wahnsinnig machen. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich denke mir, ich dusche halt auch gerne. Jetzt habe ich auch wieder ein Geständnis gemacht. Ja, ich dusche gerne. Aber das mit dem Tropfen auf die Stirn, ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass es eine Foltermethode ist, aber wenn du das halt über Wochen, über Monate, Monate weiß ich gar nicht, aber über Wochen erleiden musst, ich will es mir gar nicht vorstellen. Chinesische Wasserfolter, auch wieder die Chinesen, chinesische Wasserfolter, alles klar, auch wieder die Chinesen. Chinesen sind ganz kreative Menschen, die sind sehr kreativ. So. Gut. Okay, ich muss nur gucken, dass hier keine Saplings runterfallen, weil die sich automatisch einpflanzen und ich will hier keinen Wald haben. Die sollen sich ja schön langsam auflösen, ich will die nicht wegschneiden. Ich könnte natürlich alles niederbrennen, aber ich habe Angst, weil da drüben steht so ein Holzhaus. Und wenn dann jetzt ein Wind kommt von Westen, dann wäre das nicht so geil. So. Liebe RTL-Mitarbeiter, ich dusche natürlich in meinem eigenen Schweiß und Urin. Als Typ, der quasi vom Rechner hängt, lege ich Wert auf gepflegte, fettige Haare, ekelhaften Achselranz und überdimensionale Fußnägel, die sich langsam wie Korkenzieher davonschrauben durch die vordere Fußsohle. Die Schuhsohle, meine ich. Siehst du, ich kann nicht mal richtig Deutsch. So, damit auch die Redakteure da ihren Frieden finden und nicht womöglich Fehlinformationen verbreiten. Das wäre ganz tragisch. So. Gut, verschwindet das hier wieder? Ja, alles klar. Saplings, wie gesagt, pflanzen sich hier automatisch ein. Ist eine Mod und deswegen muss ich die ja leider alle einsammeln. Ist theoretisch ganz geil. Nur hier ist es dann doof, wo man sowas nicht haben will. So, alles klar. Ach so. Ich bin ja auch doof. Klar. Da hätte ich natürlich selber drauf kommen können. Die Nasenflöte. Die gute alte Nasenflöte. Alles klar. Truhe. Komm her, ja. Es ist so schön. Ich liebe diese Truhe. Ich liebe diese Truhe. Die ist so geil. Hast du was gefunden? Ach, bestimmt. Alter, die ist super. Die ist super. Okay, haben wir hier drüben noch? Ja, da hat sie wieder was gefunden. Sachen, die ich nicht sehe, sieht Truhe. Das ist echt super. Ich nenne sie in Frieden. Truhe in Frieden. Okay, Entschuldigung. Nein, ich nenne sie Love. Truhe Love. Entschuldigung. So. Nein, ich nenne sie Man. True Man. Okay, Entschuldigung. Jetzt reicht's aber. Ich nenne sie D. True D. Okay. Alter, Truhe, hier drüben. Hey. Komm her. So. Hier, da bitteschön. Nom, 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 nom. Ja, ich liebe die Nom-Nom-Nom-Geräusche. Ah, ist ein Traum. So. Truhe, 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 Truhe. Truhe, 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 Truhe. Lala. So, Holz nehme ich gerne selber mit. Mit dem Holz können wir nämlich dann eventuell den Holzfäller realisieren. Hast du mir gerade den Apfel geklaut? Das habe ich gehört, Truhe. Das war ein anderer, okay. So, da ist noch ein Sapling. Da, schnapp ihn her. Schnapp ihn her. Schnapp ihn her. Schnapp ihn her. Schnappi! 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 Schnieschnapp! Alexa, spiele Schnieschna Schnappi! Ich kann Schnieschna Schnappi nicht in deiner Musikbibliothek finden. Mit Recht, Gott sei Dank.
Ich dachte gerade schon. Ich hätte es natürlich sofort pausiert. Ich glaube, das heißt auch anders, ne? Hm. Alexa, sprich mir nach. Herzlich willkommen bei Minecraft. Herzlich willkommen bei Minecraft. Minecraft. Herzlich willkommen bei Minecraft. So, alles klar. So, es wird dunkel. Truhe darf nicht mehr lange draußen bleiben. Darf nicht so lange draußen spielen. Da hat sie wieder was. Schön. Gut, wir haben ja so ein bisschen das Unkraut gepflückt. Das finde ich ganz gut. Ich habe immer noch Angst, dass die Saplings rumliegen und wir dann wieder Bäume kriegen. Aber ich glaube, die größte Gefahr ist gebannt. Alexa, sprich mir nach. Die größte Gefahr ist gebannt. Die größte Gefahr ist gebrannt. Gebrannt. Ja. Die droht mir. Die droht mir. So, okay. Truhe, komm mit. Ich bin ein sehr einsamer Mann. Und es ist spät. Komm bitte, Truhe. Wir haben was zu tun. Ich bin ein sehr einsamer Mann. So, mal gucken. Kommt die eigentlich mit? Mal ausprobieren. Die Gefahr ist ja gebrannt. Da kann ja nichts mehr passieren. Ach, Greensleeves. So. Okay, Truhe kommt nicht mit nach oben. Alle klar, Truhe kann ja auch keine Leitern klettern. Gut, ich gönne mir mal einen Cheesy. Wo ist denn... Da ist sie. Wo ist denn Truhe? Okay, Truhe ist, glaube ich, unten. Egal. Komm, ich gehe schlafen. Das wollte ich ja. Und vielleicht noch mal ganz kurz. Ich drücke mal I für Inventory statt E. Weil ich immer noch... Ich bin immer in diesem Starbound-Modus. Ganz furchtbar. Dum, dum, bam, ba, da, da, da. So, und jetzt mal ganz kurz pennen, damit wieder Tag ist. Gronkh joins the game. Alter, den will doch keiner sehen. Geh weg. Alexa, sprich mir nach. Geh weg, Gronkh. Geh weg, Gronkh. Ja, ich gehe ja schon. Ciao. Was ist das denn? Entschuldigung. GTA King ist cool, Hut. Alles klar. Truhe. Oh, Truhe freut sich. Hast du gesehen, wie sie sich gefreut hat? Hier ist noch irgendwo ein Skelett. Guck mal. Yeah. Alter, wie Truhe abgeht. Yeah. Truhe geht so ab. Oh, die ist so süß. So, ich glaube, jetzt haben wir hier, wir haben genug Holz, oder? Ich muss eine automatische Baumfarm machen. Ich brauche eine automatische Baumfarm. Es hilft nichts. Ja, wir brauchen sie, Freunde. Wir kommen da nicht drum rum. Egal, was ihr sagt, wir werden noch ein bisschen Zeit mit Maschinen verbringen. Oh ja. Und ich bin ganz ehrlich, es macht mir Spaß. So. Verklag mich, aber Maschinen bauen macht mir Spaß. Ich bin nur mit der Gesamtsituation unzufrieden. So. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. So, ja, wenn jetzt noch ein paar Saplings kommen, ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Wir haben ein bisschen Holz, haben wir ja. Das ist ganz okay. Jetzt die Frage, ganz kurz. Truhe. Wie sieht's aus? Alles klar. Weißt du was? Du kannst mal das Holz für mich transportieren und die Saplings. Dann haben wir immer was dabei. Das ist ganz gut. Und ein Knochen für dich zum Kauen. So. La la, la 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 la. Hm. Eine sehr gute Idee von Nord-Nordöst erströmte mich gerade. Wir könnten die Baumfarm beim Holzfäller machen. Aber das Problem ist, wir müssen, damit Sachen automatisch laufen, müssen wir da ja quasi überall, müssten wir diese Anker machen. Damit die Farm auch weiterläuft, müssten wir da Anker machen, weil die im ganz anderen Chunk irgendwo ist. Hm, ja. Kommst du? Ja, auch schön. Es ist so süß. Okay, wir suchen einen Place für den Holzfäller. Wir haben ja Saplings dabei, das ist ganz gut. Wir müssen die Saplings eh ausbringen. Ich wollte... Ah, Mist. Ich wollte eigentlich ursprünglich... Kirschen.
Ein Faden. Ich habe den Faden verloren. Ich nehme wieder auf. So, und Kirschen. Aus Kirschen kann ich doch jetzt bestimmt... Nee, warte, warte. Truhe. Truhe? Nein, du kriegst die Kirschen nicht. Ich wollte mal fragen, kriege ich einen Zeppling? Dankeschön. Kann ich mir jetzt nicht... Cherry Sapling. Juhu! Ein Kirschbaum. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, wir machen natürlich auch Birnenbäume. Ist doch klar. Dann können wir noch ein paar Brüder und Schwestern schnitzen. Alles gut. Die Frage ist, wo kriegen wir so einen riesigen Wald unter? Wir könnten theoretisch hier natürlich auch alles zuwalden. Ich nenne ihn Valdez. Das reicht aber mit den echt wirklich schlechten Witzen. Soll ich hier noch einen Wald hinmachen? Ich meine, wir haben hier die Grenze zum Schnee, ne? Oh, sieht eigentlich sieht es ganz cool aus, wenn das, ja, wenn das andere geklappt hätte, sehe es eigentlich ganz cool aus. Wir brauchen auf jeden Fall einen Wald. Und ich würde gerne diese Wiese würde ich gerne lassen. Wir müssen auch unbedingt in meinem Fischerhaus, müssen wir auch ein bisschen Platz lassen, aber ich könnte hier drüben ein bisschen zuwalden. Aber hier kriege ich keinen Holzfäller hin, das wird zu viel, weil wir haben hier ja schon theoretisch das Bergwerk. Theoretisch eine Mühle und dann noch da ein Holzfäller. Obwohl, wir haben hier genug Platz eigentlich. Wir haben eigentlich genug Platz. Ich schaue gerade in die Community nach Bestätigung. Bestätigung? Bestätigung? Bisschen groß, die Kralle. Ich habe ja gesagt, das ist wie meine Fußnägel. Ich muss hier noch einen Korkenzieher vormachen, natürlich. Unter deine unfertige Brücke. Ja, jetzt reicht's aber. Ihr seid so unsensibel einfach. Ihr seid so unsensibel. Ich prangere das an. Truhe! Das wollte ich nicht. Alter. Truhe. Danke. So. Die Blümchen erstrecken sich bis hier. Das wäre quasi ein Waldgebiet. Das würde bis dahin gehen. Ja, kann man eigentlich machen. Was ich aber gerne hätte... Fahrradkette. Ich hätte gerne nicht einfach nur Bäume. Ich würde gerne, dass die Bäume sich zu der Region abwechseln. Und zwar zu, hier, da hinten so Fichten. Fichten, was ficht dich an? Alexa, sprich mir nach. Fichten statt Zichten. Sichten. Alexa, sprich mir nach. Ich muss pupsen. Ich muss pupsen. Oh, das ist aber... Alexa, starte Furzgenerator. Ich kann diesen Skill nicht finden. Was? Skills findest du im Abschnitt Skills der Alexa-App. Der hieß aber so. Der hat gestern noch funktioniert. Ich schwör's. Oh Mann, warum? Oh. Ich schwöre, der hieß so. Warum ich das weiß? Frag lieber nicht. Es gibt eine sehr begeisterte Skillnutzerin in diesem Haushalt. Ich möchte nicht darüber reden. Ja. Nein, oh, das ist falscher Baum. Ich nehme den hier mit. Hier stört das ja auch keinen. So, warte. Okay. Jetzt, da kommen die ersten Saplings. Sehr, sehr gut. Okay, Truhe hat gleich was zu beißen. Ich gehe indes schon mal hier hinten rüber. Ne, komm. Oh, Birnbaum. Da haben wir Birnbaumholz. Sehr, sehr gut. Da können wir später natürlich mehr Truhen draus basteln. Alexa, starte Pups-Generator. War das so? Alter! Oh, hat die einen rausgesemmelt gerade. Oh, meine Ohren. Alter Schwede. Das war nicht mehr human. Okay, Alexa, starte Pups-Generator.
der ging. Der war ein bisschen feucht. Da kam, glaube ich, ein bisschen Landmasse mit rumgeschwungen. Bin mir nicht sicher. Aber zum Glück trägt Alexa ja keine Hose. Alexa, trägst du eine Hose? Das weiß ich leider nicht. Zu besoffen. Natürlich. War es klar. So. Das da drüben ist mir zu steil, ehrlich gesagt. Zu dem da kommen wir noch hin. Also wir werden so ein paar brauchen. Vielleicht werde ich noch ein paar abreißen und wieder hinbauen und sowas. Ich weiß noch nicht genau. Was ist denn das hier? Hä? Wo? Da. So, da ist noch ein anderer Busch oder Baum oder was auch immer, der da wächst. Alles klar. Truhe. So, da hat sie wieder was gefunden. Okay. Und hier. Wir müssen nicht alle mitnehmen, weil hier können ja ruhig neue Fichten. Neue Fichten können ja hier erblühen. Alexa, sprich mir nach. Hast du mal eine Fluppe? Hast du mal, du Schluppe? Wörter nehmen, die sie nicht kennt, ist aber ein Traum. Ich kam wegen Fichten statt Zichten, kam ich gerade drauf. Oh, Alter, sogar gefangen. Hast du gerade gesehen? Ja, aber nicht runtergehen wollen, faules Stück. Alter, genau neben dir, Truhe, genau neben dir. Ja, du bist schon so ein faules Stück, du. So. So. Alexa, was machst du gerade? Ich beantworte deine Fragen und lerne. Der erste Teil der Antwort hätte gereicht. Der letzte Teil macht mir Angst. Der macht mir ein bisschen Angst. So. Alexa, wie ist das Rezept in Minecraft für einen Bogen? Ich bin mir leider nicht sicher. Ah, okay, gut. Ich dachte, man kann da alles fragen, aber... Ja, schade. Das dauert noch ein paar Generationen, die KI. So. Ja. Hier kann man einen... Wenn hier der Wald hinkommt... Wobei, ich bin noch nicht überzeugt davon, dass hier der Wald hin... Ich bin einfach nicht überzeugt davon. Natürlich können wir hier die Bäume, die Fichten hinmachen, aber irgendwie... Es scheint mir... Aber andererseits ist also sonst alles so weit... Doch, ich mach das jetzt hier. Sonst ist alles so unglaublich weitläufig. Oh, hier ist noch mehr Cobble Blackstone. Alles klar. Ich dachte, ich hätte nur den einen Block dabei. Alles klar. So. Dann machen wir hier mal hin. Das hört sich auch falsch an. Ja, so ein Minecraft-Rezeptbuch für das Ding wäre natürlich super. Aber das Problem ist, wie willst du das sagen? Oben links das, oben rechts das, bla bla. Das ist schwierig. Da kannst du, glaube ich, eher hier so, reingucken. Die Rezepte ist, glaube ich, einfacher, als wenn du die jetzt manuell mitkriegst. Aus Prinzip, ich will die aus Prinzip haben. Enderman, Enderman, macht was immer ein Ender can. Stirbt so gern, nah und fern. Und eine Schnecke. Friss, Truhe, friss! Hat sie gefressen. Das war schon wieder der Pupsgenerator, den man gerade gehört hat. Gut. Neben Stumpfi und Dumpfi ist doch ein fertiger Wald. Ja, aber da passt kein Holzfäller rein, leider. Der ist zu klein. Und da... kann ich den, glaube ich, auch nicht... Die treffen auch immer. Schnauze. Ninja. Alexa, sprich mir nach. Gronkh ist ein Ninja. Gronkh ist ein Ninja. Ich dachte, jetzt sagt er, Gronkh ist Nina oder sowas. Hätte mich auch nicht gewundert. Guck mal, wir haben hier haben wir ja auch diese Fichtendinger, ne? Dieses Sprucis. Es ist natürlich sehr dunkel. Ah ja. Es ist gar nicht so dunkel, wenn man nicht will, dass es dunkel ist. Alles klar. So, 11 von den Sprucis haben wir. Ich würde dann auch stellenweise ein bisschen Platz lassen, tatsächlich. So.
Ich würde hier vorne ein bisschen Platz lassen, da würde ich eine Aussparung lassen. Schnauze. So. Und wir brauchen ja auch nicht ganz so viele. Naja, der kann ruhig ein bisschen näher sein. Dann hier eventuell. So, dass vor dem Wintergebiet quasi dann die Fichten stehen. So. Kann ich mal hier eine. So. Wird dann natürlich ein bisschen düsterer hier. So, ne? Ist auch gut so. Und hier würde ich eventuell doch eine kleine Aussparung lassen aus Gründen. Aus melodramatischen Gründen, weil wir da noch was vorhaben. Da soll ja noch was hin. Habe ich nicht vergessen. So, hier ist noch eine kaputte Lampe. Sehr, sehr gut. Da drüben ist ein kaputter Turm. Sehr, sehr gut.